Das neue supermoderne Pinguinbecken wird ganz toll. Die Pinguine werden sich riesig auf ihr neues Zuhause freuen. Was für Pinguine? Ich habe noch keine Pinguine gesehen. Immer mit der Ruhe, Heppo. Sie sind unterwegs. Die sind schneller hier, als du denkst. Schleppo ist schon losgefahren, um sie zu holen. Hoffentlich ist alles fertig, bis sie hier sind. Klar wird alles fertig sein. Wir sind fast soweit. Und was ist mit Buggy und Leo? Die wollen auch dabei sein, wenn die Pinguine kommen. Sie kommen schon rechtzeitig, Buddel. Sobald sie mit dem neuen Brunnen und dem Teich für das Rathaus fertig sind, fahren sie los. Also kommt schon, Team. Sehen wir zu, dass wir hier auch fertig werden. Kommt und lernt uns alle kennen. Das Team sind wir, der Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Das ist ein äußerst wichtiger Besuch, Herr Brauer. Auf jeden Fall. Da darf nichts schiefgehen. Da wird nichts schiefgehen, Frau Bürgermeisterin. Ich muss mich darauf verlassen, Herr Brauer. Bürgermeister Schmoll ist schnell unzufrieden. Wir müssen alles dafür tun, dass er sich in Hochhausen wohlfühlt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe schon eine Liste mit den interessantesten Plätzen der Stadt hier. Ich bin mir ganz sicher, dass er sich bei uns wohlfühlen wird. Ich hoffe, Sie haben recht. Bürgermeister Schmoll ist... Was? Er ist angekommen. Er ist hier? Jetzt schon? Kommen Sie schnell. Oh, er ist viel zu früh hier. Kommen Sie. Sieht so aus, als hätten die beiden einen anstrengenden Tag vor sich. Fertig. Gut gemacht, Leo. Das wird richtig toll. Jetzt kann das Wasser ins Becken laufen. Wohin soll der letzte Stein, Bob? Ich denke darüber, Heppo. Ich kann's kaum erwarten, bis das Becken fertig ist und die Pinguine darin herumplanschen. Nicht so schnell, Heppo. Oh, oh. Ganz sachte. Pass auf! Oh nein. Entschuldige, Bob. Ich war nur so schrecklich aufgeregt wegen der Pinguine. Oh je, die Scheibe hat Risse abbekommen. Wir können das Wasser nicht einfüllen, bevor das nicht repariert ist. Dazu brauche ich eine neue Scheibe. Hoffentlich haben wir genügend Zeit, bevor die Pinguine ankommen. Schönen guten Tag, Wendy. Bob, wo sollen die Pinguine hin? Gute Frage, Schleppo. Dummerweise ist das Becken noch nicht fertig. Ach du Schreck. Die werden langsam ziemlich laut da hinten. Ich finde, sie sollten nicht länger in dieser Kiste bleiben, Bob. Wow, was ist denn hier los? Das war ein Unfall. Es tut mir so leid. Ist schon gut, Heppo. Wir müssen jetzt nur für die Pinguine eine Bleibe suchen, während wir die Scheibe reparieren. Bob? Was ist denn, Heppo? Ich habe eine Idee, wohin wir die Pinguine bringen können. Dort wären sie auch sicher und würden sich wohlfühlen. Wie wär's mit dem neuen Brunnen beim Rathaus, den Leo gerade fertig gebaut hat? Oh, genial. Der wäre perfekt. Die Bürgermeisterin ist noch weg. Und ihr seid sicher fertig, bevor sie wieder da ist. Was sagst du dazu, Bob? Tja, das ist eine super Idee, Heppo. Also lasst uns anfangen. Dann fahr hinter mir her, Schleppo. Alles wird gut, Pinguine. Bald planscht ihr fröhlich im neuen Brunnen herum. Also dann, Wendy, Heppo, packen wir's an. Ja, die Burg Bauheim ist ein besonders schönes Beispiel für mittelalterliche Baukunst. Es ist Hochhausens ältestes historisches Denkmal. Gibt es in Raventhal auch historische Gebäude, Bürgermeister Schmoll? Historische Gebäude? Ich kann solche alten Bauwerke nicht ausstehen. Ein Haufen bröseliger Steine, wenn Sie mich fragen. Oh, ja, natürlich. In diesem Punkt muss ich Ihnen recht geben. Aber Hochhausen hat auch einzigartige Neubauten, nicht wahr? Und genau diese wollten wir Ihnen als nächstes zeigen. Raus aus der Kiste mit den Pinguinen und ab ins Wasser. Viel Spaß, ihr Pinguine! Was für putzige Tiere.
Die fliegen doch hoffentlich nicht weg, oder? Oh nein, das sind keine richtigen Flügelbuggy, das sind Schwimmflossen. Sie können schwimmen, aber nicht fliegen. Wie ich sehe, können sie auch hopsen. Ich glaube, denen gefällt's hier, Leo. Ja, aber sobald ihr neues Becken fertig ist, bringen wir sie zurück in den Zoo. Perfekt. Sehen Sie nur, dieses fantastische Stadion ist Hochhausens ganzer Stolz. Ja, wir hatten hier schon großartige Sportveranstaltungen. Ich habe kein Interesse an Sport. Immer im Kreis herumrennen, springen, in einem Ball nachjagen. Nein, das ist nicht mein Ding. Oh ja, verstehe. Sie mögen keinen Sport. Aber jetzt habe ich etwas für Sie. Das wird Ihnen sicher gefallen. Wir haben doch noch etwas, Herr Brauer, oder? Ja, ja. Diesmal werden Sie begeistert sein. Hier kommt die neue Scheibe, Bob. Hervorragend. Also, dann wollen wir mal. Wir müssen die Pinguine so schnell wie möglich in das neue Becken bringen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Los, husch, schnell zurück. Sei ein lieber Pinguin. Du hast einen übersehen, Buggy. Guck mal. Oh nein, doch nicht da lang. Nein, hey, bleib von der Straße weg. Vorsicht. Ein Glück, dass Bürgermeisterin Baugroß das nicht mitkriegt. Buggy, bleib ganz ruhig. Sie kommt nicht so schnell zurück. Sobald wir die Scheibe eingebaut haben, bringen wir die Pinguine zurück in den Zoo. Du, nicht da lang. Hey, geh wieder in den Brunnen. Hey, du. Huhu. Willkommen im fliegenden Kochtopf. Zum leckersten Essen mit dem tollsten Ausblick über Hochhausen. Möchten Sie einen kleinen Happen essen? Dieses Gebäude hier, das scheint sich etwas zu bewegen. Sehr richtig. Dies ist ein Restaurant, das sich langsam dreht. Es ist ein technisches Wunder, dank modernster Ingenieurskunst. Wie wäre es mit Leberwurst und Sauerkraut? Oh, mir wird irgendwie übel. Gute Güte. Bürgermeister Schmoll, sollen wir lieber gehen und zum Rathaus zurückkehren? Der Besuch von Herrn Schmoll ist ein einziger Reinfall und Sie haben mir versprochen, dass nichts schief geht. Vielleicht hat er ja Lust auf Eis. Oh, wenn doch nur das Pinguinbecken endlich fertig wäre. Das erinnert mich an meine Zeit in Südamerika. Wo ist Bob? Was soll ich nur tun? Was ist denn hier los? Wer ist verantwortlich für diesen? Dieses furchtbare, entsetzliche Chaos. Zirkus! Es tut mir so leid, Herr Schmoll, dass hier alles drunter und drüber geht. Felsenpinguine? Entschuldigen Sie bitte? Das sind Felsenpinguine. Sind die nicht ganz außergewöhnlich, so lebhaft und so spaßig? Wie? Ja, wirklich reizend. Woher wussten Sie, dass ich Pinguine liebe? Und Sie haben dieses wunderbare Vergnügen nur für mich organisiert. Danke vielmals. Wir freuen uns, wenn sich unsere Besucher hier wohlfühlen. Oh, oh. Hallo, Bob. Der Gast von Bürgermeisterin Baugroß ist ein Fan von Pinguinen. Oh, wie schön. Und deshalb wollte Bürgermeisterin Baugruß wohl, dass Sie mit zum Zoo kommen, um das neue Pinguinbecken einzuweihen. Habe ich da recht? Ganz genau. Ich hatte geplant, dass dies der Höhepunkt Ihres Besuchs wird. Oh, das mache ich gerne. Vielen Dank. Großartig. Dann kommt mal alle mit. Worauf warten wir noch? Hiermit erkläre ich Hochhausens neue Eislandschaft für Pinguine offiziell für eröffnet. Das war der beste Besuch seit langer Zeit. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Bürgermeisterin Baugroß. Und Ihnen danke ich auch, Herr Brauer. Oh ja, das ist, Und ich danke dir, Bob. Du hast wieder einmal meinen Tag gerettet.
Bürgermeister Städtlich kommt nächste Woche zu Besuch. Ach ja? Ich habe gehört, er mag Elefanten. Was? Jiha! Schneller, Heppo! Galopp, galopp! Leo, ich bin ein Kahn, kein Rennpferd. Dann galoppier mal in den höchsten Gang. Hallo, Henry, da sind wir. Hallihallo, ihr Pferde. Jockeys, bitte absteigen. Das heißt, spring runter, Leo. Ich bin kein Jockey. Ich bin ein Cowboy. Wuhu! Naja, wir sind doch nicht hier, um Cowboy zu spielen. Leo, du hast wohl vergessen, dass wir hier sind, um zusätzliche Ställe für die Pferde zu bauen. Das sind nicht irgendwelche Pferde, Bob. Das sind Vollblut-Rennpferde. Sie sind besonders schnell und auch besonders nervös. Es ist sehr schwierig, sie jeden Morgen einzufangen. Also bitte verschreckt sie nicht wieder, ja? Kann man diesen Krach bitte abstellen? Nun, das geht leider nicht. Aber ich will auf meinem Gelände kein Beep-Beep hören. Nur Klipp-Klapp. So, jetzt sind die Bretter hier und wir können anfangen. Keine Sorge, der Stall wird in 0, nichts fertig sein. Gut, das Hochhausenrennen ist bereits morgen. Und es ist absolut wichtig, dass die Pferde gut schlafen vor dem großen Rennen. Auf geht's, Team. Dann lasst uns anfangen. Leo, du lädst von Schleppo die Bretter für den Stall ab. Schon dabei! Buggy und Heppo, ihr beide haltet die Bretter in Position, während Wendy und ich sie zusammenbauen. Buddel, du verteilst die Strohballen. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Juhu! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Du kannst fahren, Schleppo. Dieses Gelände ist nicht groß genug für uns beide. Alles klar, Leo. Dann verdrücke ich mich mal und roll die Straße runter. Und los. Danke, Schleppo. Ist mir eine Freude. Und vergiss nicht, fahr vorwärts. Und erschrick nicht die Pferde mit deinem Piep-Piep. Leise, ganz leise. So, der erste Dachabschnitt kommt nach links. Das hält das ganze Dach nachher stabil zusammen. Und ich mache inzwischen für die Pferdchen ein gemütliches Bett. Wenn ich es jemals schaffe, sie einzufangen und reinzubringen. Wenn ich nur wüsste, wo Leo steckt. Wenn er nicht kommt, müssen wir das Dach ohne ihn anbringen. Jeeha! Aufs Pferd, Cowboy! Bist du bereit, Wendy? Heppo, bitte vorsichtig runterlassen. Okay. Und absenken. Nein, 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 nein! Ich hab doch gesagt, ihr sollt die Pferde nicht erschrecken. Oh, tut mir leid, hab ich vergessen. Das ist eine Rennstrecke, kein Rodeo. Der letzte Stapel Strohballen und schon sind wir fertig. Was ist das denn? Oh, Wendy, passt auf! Das war wohl nicht so gedacht, nehme ich mal an. Wo sind meine Rennpferde? Die sind da lang galoppiert. Oh nein! Sie laufen auf die Rennstrecke zu. Die fange ich doch nie wieder ein. Ich weiß, wie wir sie einfangen können. Wendy, Leo, ihr schließt die Koppeltore. Buggy, du kommst mit mir. Auf geht's, Kumpel. Denen schneiden wir den Weg ab. Hä? Weißt du was, Bob? Jetzt fängst du auch schon an, so einen Quatsch zu reden wie Leo. Entschuldige. Wir treiben sie nur in die Lücke vor den Zaun dort. Oh,
Aber Bob, wie soll ich denn bloß die Rennpferde einholen? Die sind doch ganz besonders schnell und darum auch besonders schwer einzufangen. Wir werden nicht so schnell sein wie Sie. Wir machen es auf unsere Weise. Erinnerst du dich? Sie sind sehr schreckhaft und haben große Angst vor Maschinengeräuschen. Oh ja. Halt an, Buggy, und warte auf mein Signal. Jetzt! Los geht's! Gute Arbeit, Kumpel. Das war super laut und super großartig. Weißt du was, Bob? Ich glaube, das könnte ich noch viel öfter machen. Da kommen sie. Bereit, Leo? Das ist deine Chance, ein richtiger Cowboy zu werden. Einer, der Pferde einfängt. Die rasen im schnellsten Gang. Keine Sorge, ich bin mit Pferden groß geworden. Ich sag euch, was zu tun ist. Heppo, fahr deinen Kranarm aus, soweit du kannst. Und auch so schnell du kannst. Wir errichten jetzt ein Hindernis und leiten sie um auf ihre Koppel. Oh Mann. Das geht einfach nicht schnell genug. Das klappt nicht, wir haben nicht genug Zeit. Oh! Wow! Puh. Wow! Ich wusste gar nicht, dass du mit Pferden aufgewachsen bist, Wendy. Oh ja, ich bin immer auf Pferden geritten. Aus Holz, auf dem Kirmeskarussell. Hä? Großartig, Bob. Das war toll, wie ihr meine Pferde zurückgebracht habt. Hoffentlich hast du auch noch eine gute Idee, wie man sie in den Stall bekommt, bevor es dunkel wird. Tja, da kann man nichts anderes machen, als nochmal neu anzufangen. Wir müssen alles wieder aufbauen, auch wenn es die ganze Nacht dauert. Ach, Buddel, ich hab da alle mit reingerissen. Die Ställe wären längst fertig, wenn ich die Pferde nicht erschreckt hätte. Einem echten Cowboy wäre das nie passiert. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich das wieder gut machen kann. Also, ich hab eine Idee. Wendy und Heppo bleiben hier bei mir, um den Stall wieder aufzubauen. Leo, du bringst Buggy und Buddel zurück in ihre Garagen, damit wenigstens einige von uns genug Schlaf bekommen. Nur die Pferde leider nicht. Nach der ganzen Galoppiererei haben sie noch keinen Platz zum Schlafen. Die werden morgen nicht mal antraben können, weil sie so müde sind. Es gibt für sie keinen Platz zum Schlafen? Hör mal, Bob! Ja? Nein, Kuschel, das ist nicht für dich. Gute Nacht, Buddel. Gute Nacht, Buggy. Gib auf dich Acht. Pass auf, dass deine Bremse nicht kracht. Danke, dass wir eure Garagen haben dürfen. Du hattest recht, Leo. Unsere Garagen sehen fast wie Pferdeställe aus, nur viel größer. Ja, drei Garagen für drei müde Pferde. Drei Eimer Hafer und drei Eimer Wasser. Ist das schön. Jetzt komme ich mir wie ein echter Cowboy vor. Ja, das ist so toll, unter Sternen zu schlafen. Wie echte Cowboys im Wilden Westen. Gut gemacht, Cowboy Leo. Jetzt fühlen wir uns wie in einem richtigen Cowboy-Film. Gute Arbeit, Team. Die ganze Nacht durchgearbeitet, aber wir haben es geschafft. Die Rennpferde schlafen heute Nacht bestimmt gut in ihren neuen Ställen. Die Reiter haben eine lange Strecke vor sich. Da sind sie nicht die Einzigen. Sie haben laut der Startordnung ihre Positionen eingenommen. Oh, nicht schlafen. Ich glaube, das Rennen fängt gleich an. Und sie sind draußen. Dies wird ein sehr spannendes Rennen, denn wir haben die besten Rennpferde auf der Bahn. Unsere Reiter sind
Aber er kämpft. Ein Kopf an Kopf. Sattelt mein Pony. Ja. Ich glaube nicht, dass Roland es mag, wenn man mit den Spielsachen spielt, Leo. Willkommen in meinem neuen Warenlager, Bob. Gefällt es dir? Wow! Es ist riesig, Roland. Schaffst du alles in dieser großen Halle allein? Nein, deswegen brauche ich eure Hilfe, um die neue Roboteranlage einzurichten. Genauer gesagt, die Robotergreifarme. Wow! Robotergreifarme, wozu sind die gut? Die können einfach alles. Die schnappen sich zum Beispiel ein Geschenk von hier und bringen es dann den ganzen Weg nach da. Das Geschenk bewegt sich dann hierher, wird gut eingepackt und durch diesen Schacht kommt es dann direkt in den Lieferwagen nach draußen. Und du willst, dass die Greifanlage bis morgen Abend fertig ist? Ja, und zwar bis 8 Uhr. Sonst bekommen meine Kunden ihre Weihnachtsgeschenke nicht mehr pünktlich. Kein Problem, Roland. Dann fangen wir an. Das mache ich jetzt auch. Ich muss noch eine lange Liste Bestellungen abarbeiten. Seht mal, ich bin ein Robotergreifarm. Naja, eigentlich braucht man dazu ein bisschen mehr als ruckartige Bewegungen. Ich weiß das, ich habe so einen in der Schule gebaut. War das ein Roboterarm aus alten Klorollen mit ganz viel Glitter, Leo? Nein, Buggy, das war ein richtiger Roboter. Wendy ist schon in die Weihnachtsferien gefahren, daher brauche ich unbedingt deine fachkundige Hilfe. Sieh doch nur, wie dick die Bedienungsanleitung ist. Da muss ich gar nicht reingucken, Bob. Ich weiß alles über Roboter. Klasse! Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut. Schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut. Schlag ein. Das Greifsystem ist fast fertig, Roland. Wir müssen nur noch ein paar Greifarme anbringen. Gute Arbeit! Dann testen wir das mal. Aha, da kommt gerade ein Auftrag aus Raventhal rein für einen Fußball. Also, der Ball liegt im Bereich 5, Regal 3, Fach K. Er kommt jetzt auf das Förderband. Oh, zum Einpacken und fährt direkt zum Lieferwagen. Fantastisch! Also, das ist ja echt beeindruckend. Erstaunlich! Ich kontrolliere alles mit diesem Tablet. Vorausgesetzt, das Spielzeug befindet sich an seinem richtigen Platz in den Regalen, läuft alles wie von selbst. Ich muss zum Mittagessen. Entschuldigt mich, Freunde, ich habe eine Verabredung mit einem leckeren Käsebrot. Also, Buggy, Buddel, euch brauche ich, um die ganzen Verpackungen wegzuräumen. Alles klar, Bob. Heppo, sobald Leo und ich oben sind, reichst du uns dann den nächsten Greifarm rauf? Ja, natürlich, Bob. Guck mal her, Buggy. Ich bin ein Robotergreifarm. Naja, gar nicht so schlecht, Buddel. Aber schau mal, das kann ich viel besser. Kannst du nicht. Guck. Jetzt hält es. Noch ein Greifarm, dann sind wir durch. Ich gehe runter und belade eine neue Palette für Heppo. Danke, Leo. Okay, Heppo, entscheide jetzt ein für alle Mal. Wer von uns beiden ist der bessere Robotergreifer? Schwer zu sagen. Was ist denn hier los? Wir wollen die Robotergreifarme sein. Kannst du sie einschalten, damit wir sie noch mal sehen können? Nein, vergiss es. Ich muss Heppo beladen. Leo, kennst du dich echt mit Robotern aus? Na klar tue ich das. Mit den Dingern kann ich locker umgehen. Ha, das will ich sehen. Na gut, ich zeig's euch. 1, 2, 3. Seht ihr? Babyleicht. Ich greife mir diese Puppe und setz sie dahin, wo ich will. Wow, Leo, du hast es echt drauf. Ich brauche wohl einen größeren Schraubenschlüssel. Hallo, Roland? Hallo, Bob, ich habe schlechte Nachrichten.
Laut Wettervorhersage ist ein riesiger Schneesturm unterwegs. Oh je, das bedeutet viel Schnee auf den Straßen. Genau. Da brauchen meine Lieferwagen mit den Geschenken sehr viel länger bis zu meinen Kunden. Ihr müsst deshalb schon bis 7 Uhr heute Abend fertig sein. Keine Sorge, Roland. Wir haben alles im Griff und sind gut in der Zeit. Willst du nicht doch lieber mal in die Bedienungsanleitung schauen? Ist nicht nötig, Heppo. Ich weiß alles über Roboter. Sieh nur, ich lass ein Rentier fliegen. Leo, bitte komm. Leo, bitte komm. Oh, hallo, Bob. Hör zu, ein Sturm kommt auf. Die Greifanlage muss eine Stunde früher fertig sein und laufen. Echt? Na gut. Ich brauch dich hier, und zwar schnell. Oh, und bring mir meinen 34er Schraubenschlüssel. Na klar doch. Gut, danke, Leo. Sieh mal, ich bin ein Robotergreifarm. Nein, das bist du nicht, das bin okay, ich. Okay, jetzt ist der Spaß vorbei, ihr zwei. Wir müssen wieder an die Arbeit. Ich schalte das jetzt aus. Aber die ganzen Spielsachen sind jetzt durcheinander, Leo. Die sind nicht mehr da, wo sie hingehören. Das ist schon okay. Ich bring sie zurück. Dieser Teddy hier kommt ins Teddy-Regal zurück. Oh nein, da liegt ein Skateboard und ein Puzzle im Teddy-Regal. Wo ist das Skateboard-Regal? Keine Ahnung. Und wo ist das Puzzle-Regal? Was ist los? Nichts, ich bin nur ein kleines bisschen durcheinander. Oh nein! Warum drückst du nicht ein paar Mal auf rückgängig? Das ist eine gute Idee, Buggy. Oh, das war wohl falsch. Ah! Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ah! Oh! Ah! Heißt, dass es ihm Spaß macht? Ich habe noch nie gesehen, dass Leo sich so schnell bewegt. Leo, wo steckst du? Ich brauch den Schraubenschlüssel. Ah, hey, Bob! Ah, da bist du ja. Hast du meinen... Schraubenschlüssel? Nein, weil dieser Roboterarm mich geirrt. Oh nein! Oh nein! Oh, Bob, ich bin verpackt. Schon gut, ich hol dich raus. Ach, herrje. Meine neue Roboteranlage, sie reagiert nicht mehr. Oh nein, ich hätte die Finger davon lassen sollen. Es tut mir so leid. Kann man sie neu programmieren, Roland? Ja, aber das dauert ewig. Oh nein, wir schaffen es niemals, die Lieferwagen bis zum Ende des Tages zu beladen. Oh, ich hab das ganze Weihnachtsfest verdorben. Wir müssen uns etwas überlegen. Na los, Robotergreifarm, an die Arbeit! Hey, wie wär's, wenn wir uns alle vorstellen, dass wir Robotergreifarme sind? Vielleicht kriegen wir dann noch alle Geschenke verladen. Das ist eine ganz tolle Idee, Leo. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jetzt werden alle Spielzeuge noch rechtzeitig ausgeliefert. Wir haben es geschafft. Ja! Und die Greifanlage funktioniert auch wieder. Wie schön. Ich danke dir vielmals, Bob. Aber sieh mal, Roland. Wir haben eines der Geschenke vergessen. Ach, jetzt bekommt irgendjemand kein Weihnachtsgeschenk. Das ist halb so wild. Denn dies ist ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk von mir für Leo. Oh, wow! Danke!
Du darfst es jetzt schon aufmachen. Oh, oh, die Bedienungsanleitung für Roboter. Ja, ich habe sie gelesen. Und ich dachte, das solltest du vielleicht auch tun. Na, was sagst du, Leo? Kann ich die tauschen gegen das Rentier? Ich glaube, das wird das höchste Gebäude, das wir jemals gebaut haben. Ja, es gibt nichts Höheres als Hochhäuser. Bob sagt, es wird 10-mal höher als ich, wenn ich mich ganz ausstrecke. So hoch komme ich nie. Wow. Also, Team, machen wir uns an die Arbeit und graben das Fundament für das Hochhaus aus. Wir graben jetzt ein ganz tiefes Loch, so tief wie 3 übereinander gestapelte Schulbusse. Und wo stehen denn die Busse? Anstatt richtiger Busse setzen wir mein Lasermessgerät ein. Das zeigt uns die genaue Tiefe an. Seht mal, Buggy ist genau 5,63 Meter von mir entfernt. Toll! Wie weit ist das denn? Das ist genau ein halber Schulbus lang. Und dieser leere Teebecher ist exakt 9 Zentimeter tief. Augenblick, Bürgermeisterin Baugroß ruft an. Da muss ich rangehen. Es macht Spaß, neue Löcher auszugraben. Alles ist neu und frisch und wartet auf Buggy. Und ich kann es kaum abwarten, endlich darin zu buddeln. Keine Maschine hier gräbt schneller und tiefer als ich. Hey, ich wette, ich schaffe die Erde schneller weg, als du graben kannst. Das werden wir ja sehen. Hey, meine Freunde, könnt ihr mich abladen? Na klar! Endlich! Spart euch eure Kräfte auf und wartet auf Bobs Zeichen. Oh! Klar, das können wir natürlich versuchen. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Oh, hallo, Wendy. Ich habe eben zu Bob gesagt, wir können es uns nicht leisten, Zeit zu verlieren. Ich will das Hochhaus so schnell wie möglich sehen, ja? Das geht nicht so schnell bei einem Hochhaus, Frau Baugroß. Wir müssen tief graben, bevor wir nach oben bauen können. Ja, schön. Dann legt los. Worauf wartet ihr? Bis dann. Jetzt hält uns die Bürgermeisterin beim Graben auf. Nur um uns zu sagen, wir sollen schneller graben? Hast du gehört, Buddel? Das war eine klare Ansage von der Bürgermeisterin. Lass uns graben! Lass uns sehen, wer schneller ist. Okay, Team. Gute Arbeit. Sehen wir mal nach, ob die Tiefe stimmt. Schon wieder? Ja, Frau Bürgermeisterin, wir graben. Okay. Eine kurze Pause für alle. Oh, wir haben doch eben erst angefangen. Warum brauchen Menschen ständig Pausen? Wir Maschinen brauchen sowas doch auch nicht. Juhu! Was machst du denn da? Du störst mich in der Pause. Was? Pause? Die Erde muss weg. Es gibt immer einen Grund, wenn wir eine Pause machen. Oh, du hast recht. Eigentlich müsste ich kurz weg, um Buggy aufzuhalten. Denkst du, Buggy gräbt weiter? Ja, und zwar schneller denn je. Buggy? Du kannst jetzt mit dem Graben aufhören. Ich geb auf. Du hast gewonnen. Ha, netter Versuch. Darauf falle ich doch nicht rein. Du willst doch nur, dass ich aufhöre, damit du gewinnst. Nein, mir ist es egal, auch wenn ich die Wette verliere. Ich geb nicht auf. Oh. Oh je. Ich warte seit Ewigkeiten darauf, dass die Bauarbeiten beginnen. Das kann ich verstehen. Das sind wichtige Zeiten für Hochhaus. Bob. Ich weiß, dass so ein Hochhaus nicht in einer Stunde gebaut werden kann. Ich glaube, ihr müsst euch das ansehen. Buggy ist da auf etwas gestoßen. Wendy? Hm.
Das ist viel zu tief, Buggy. Ich hab doch gesagt, so tief wie 3 Schulbusse, schon vergessen. In dem Loch kann man eine ganze Busflotte unterbringen. Tja, mal sehen, auf was du gestoßen bist. Das sieht aus wie ein Stück Mauer. Ich glaube, wir sollten das Loch wieder auffüllen. Warte, Buddel, wenn man etwas beim Graben findet, was da nicht hingehört, muss man die Arbeit sofort stoppen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber diese Mauer könnte sehr alt sein und außergewöhnlich. Ich rufe jetzt gleich Joscha Khan an, den Archäologen. Den Archi, wie was? Den Archäologen. Das sind Leute, die uns viel über die alten Zeiten erzählen können, weil sie Sachen gefunden haben, die seit Hunderten von Jahren vergraben waren. Oho. Das sind Fachleute, die alte Sachen ausgraben. Ich hab gedacht, das bin ich. Ich glaube, du hast für heute genug ausgegraben, Buggy. Ja, da gibt es keinen Zweifel. Dies ist wirklich eine der spannendsten Entdeckungen seit Jahren. Das ist außergewöhnlich. Schlechte Neuigkeiten. Hier unter der Erde liegen Überreste einer Mauer aus der Römerzeit. Von einer Festung oder einem Haus vielleicht. Oh, Römer. Was ist das? Die alten Römer lebten hier vor ungefähr 2000 Jahren. Sie waren großartige Baumeister. Oh, genau wie wir. Da wir von Bauen reden, Professor Khan, was meinen Sie, wann können wir weiterarbeiten? Tja, schwer zu sagen. Ich schätze mal etwa in einem Monat. Ein Monat? Das ist ewig. Ich hab das an einem Morgen geschafft. Ja, ja, aber im Vergleich zu dir graben wir sehr langsam und vorsichtig. Kein Wunder, dass es bei euch so lange dauert mit diesen weichen kleinen Bürstchen. Tja, sieht so aus, als müssten wir die Arbeiten für eine Weile unterbrechen. Hallo zusammen. Auch das noch. Ich soll der Bürgermeisterin berichten, wie es vorangeht. Tut mir leid, Herr Brauer, aber hier geht zurzeit gar nichts mehr voran. Keinerlei Fortschritte? Oh, das ist gar nicht gut. Das wird Frau Bürgermeisterin Baugroß gar nicht gerne hören. Kommen Sie einfach in mein Büro. Ich mache uns einen Tee. Die Becher sind 9 Zentimeter tief. Gut. Das ist wirklich sehr großzügig. Ich verstehe nicht, warum man so ein Getue macht um eine Ladung kaputter Blumentöpfe. Das sind keine Blumentöpfe, Herr Buggy. Diese Amphore benutzten die Römer für Wasser. Oh, was haben wir denn hier? Aber was sag ich jetzt, Bürgermeisterin Baugroß? Sie denkt, hier läuft alles absolut faszinierend. Wenn ich mich nicht irre, ist das ein Teil eines römischen Hodometers. Kommen Sie dir das an, Bob. Ihr seid auf etwas Hochinteressantes gestoßen. Ein Hodometer. Damit wurden Entfernungen gemessen. Ah, genau wie mein Lasermessgerät. Statt mit Hilfe eines Lasers wurden die Entfernungen mit diesem kleinen Rädchen gemessen. Ha, das hat sich ja ewig gedauert. Ja, sie hatten keine Maschinen, um die Arbeiten schneller zu erledigen. Die Römer benutzten handgemachtes Werkzeug, Flaschenzüge und Kräne. Na, Buggy, du bist nicht gern auf einer Baustelle, wenn du nicht bauen darfst. Hm? Oh, Bob, das ist alles meine Schuld. Und ich kann auch nicht mal helfen bei diesem Archäozeugs. Die benutzen ja winzig kleine Bürstchen und ich bin ein dickes, klobiges Fahrzeug. Mach dir nichts draus, Buggy. Du bist besser dran ohne mich, so wie die Römer. Dicke Fahrzeuge machen dicke Fehler und dann wird man von allen komisch angeguckt. Ohne dicke Fahrzeuge wie dich könnte ich meine Arbeit gar nicht machen. Ist das wahr? Ja. Und diese Menschen hier halten es nicht für einen Fehler. Sie finden das sehr aufregend. Man sieht römische Ruinen nicht jeden Tag, weißt du? Warte! Was ist denn, Bob? Ich habe eine Idee. Buggy, hol schnell das Team. Also, Team, wir wollen nicht herumsitzen und Rädchen drehen. Oh, gut. Mich langweilen langsam meine Bremsbeläge. Alle Leute hier wollen die Ausgrabung sehen. Also bauen wir ihnen eine Besuchergalerie, da kann nichts passieren. Ja, Bob! Und Buggy, wir brauchen auf jeden Fall deine Hilfe, denn der Bau muss schnell fertig werden. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich kann's nicht erwarten, endlich das Hodometer zu sehen. Wo ist Herr Brauer? Und was geht hier bitte schön vor sich?
Hierher, Frau Bürgermeisterin. Nennen Sie das ein Hochhaus? Natürlich nicht. Wir haben etwas viel Interessanteres. Die Überreste einer römischen Festung. Das müssen Sie sehen. Oh, das Hochhausener Fernsehen ist auch da. Es ist aufregend, so viel römische Geschichte unter Hochhausen vorzufinden. Auf Ruinen der Vergangenheit steht das Hochhausen von heute. Wie ich schon immer sagte, man muss tief graben, um nach oben bauen zu können. Schön gesagt, Frau Bürgermeisterin. Hey, das hab ich doch gesagt. Das waren meine Worte. Hast du das gehört? Ich glaub's ja nicht. Klaut einfach meine Worte. So, haben wir jetzt alles, um Hochhausen weihnachtlich zu schmücken? Ja, alles andere ist schon da. Dann lasst uns jetzt losfahren. Ich will endlich bauen. Ja, die Weihnachtszeit ist einfach toll. Okay, na los, fahren wir. Peppo, wir fahren los. Komm bald nach. Gut, die Sterne sind befestigt. Oh, wie ich Weihnachten liebe. Alles ist so schön geschmückt. Nur nicht bei Bob. Da fällt mir doch ein tolles Weihnachtsgeschenk für Bob ein. Oh, aber zuerst muss ich ihm noch beim Schmücken helfen. Dann blitzschnell zurück und das Geschenk für Bob aussuchen. Ich halte es kaum aus. Hier kommen die Fliesen. Die Geschenkpäckchen auch. Und die Laserstrahlen jetzt auch. Bob, ist der Untergrund für den Baum fertig? Jep, alles ist fertig. Wir können anfangen zu verzieren. Eigentlich fehlt hier nur noch der Tannenbaum. Aber wo ist der Tannenbaum denn? Hier kommt der Baum. Wow! Die Bürgermeisterin schaltet heute Abend die Lichter am Baum an. Also, was sagt ihr? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut. Schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Der Baum ist ja riesig. Der Boden sieht aus wie eine Eisfläche. Das wird dieses Jahr unglaublich toll. Hallo, Heppo. Gehört das Geschenk auch zum Weihnachtsschmuck? Nein, Sophie. Das ist für Bob. Ich kann's kaum abwarten, es ihm zu geben. Ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten! Hört zu, Heppo. Bob und Leo bereiten die Schneemaschinen vor. Hilfst du mir, die Lichterketten anzubringen? Aber gern. Ich muss nur noch zuerst das Geschenk abladen. Habt ihr das gehört? Es gibt Schneemaschinen. Wahnsinn! Ich glaube, hier ist Bobs Geschenk sicher, weit weg von den anderen Sachen. Am besten lassen wir die Geschenke hier. Später legen wir sie hübsch um den Weihnachtsbaum herum. Okay, Buddy. Wie kommst du voran, Leo? Du hast gesagt, ich soll den Schnee vorbereiten. Aber ich kann keinen finden. Kommt der in Säcken oder in Eispaketen? Oh nein! Was ist, wenn der schmilzt? Leo, dafür nehmen wir künstlichen Schnee. Und den machen wir in diesen Maschinen hier. Wow! Zeigst du mir das, Bob? Vielleicht, wenn du die Kisten weggeräumt hast. Die Lichterketten sehen bestimmt toll aus, Wendy. Warte, das wollen wir jetzt gleich mal testen. Oh. Hey, Wendy, ich probiere jetzt mal den Kunstschnee aus. Kannst du mir bei der Herstellung helfen? Klar, ich bin hier soweit fertig. Bob ist hier
Und die Lichterketten leuchten schon. Das ist der perfekte Moment, um ihm sein Weihnachtsgeschenk zu geben. Ja, pass auf, Heppo. Du bringst ja alles durcheinander. Aber ich bin auf der Suche nach meinem... Heppo, aus dem Weg! Nein, ich... Oh, wo ist es? Oh, sowieso zu spät. Bob ist weg. Ich suche es später. Komm jetzt, Buddel, wir machen das fertig. Macht ihr jetzt den Schnee? Noch nicht. Erst muss die Flüssigkeit rein, dann können die Maschinen eingeschaltet werden. Und dann ist der Schnee fertig? Noch nicht ganz. Die Flüssigkeit wird aufgeschäumt, damit feine weiße Bläschen entstehen, die aneinander kleben. Und das ist dann der Kunstschnee. Alles erledigt. Wollt ihr zwei runtergehen und zusehen, wie es über dem Baum schneit? Juhu! Ich glaube, ich sehe gleich Schnee. Ich denke, das heißt ja bei Leo. Der Weihnachtsschmuck ist fast fertig und ich habe Bob immer noch nicht sein Geschenk gegeben. Jetzt testen wir die Schneemaschinen. Wollt ihr dabei zusehen? Oh ja, das will ich. Auf jeden Fall. Ich komme gleich nach. Oh, Heppo, bitte. Bring nicht wieder alles durcheinander. Mach ich nicht. Ich würde Bob so gerne sein Geschenk geben, sobald es schneit. Aber wo ist es? Da. Noch ein kleines Stückchen weiter. Ups, zu weit. Oh, oh. Bleib dran, Bob. Ich starte gleich die Schneemaschinen. Okay, keine Panik. Einfach zurückfahren jetzt. Langsam und sachte. Geht nicht, neuer Plan. Einfach mal ordentlich ziehen. Oh, oh, nochmal. Also gut, Wendy. Lass es schneien in 3, 2. Oh nein! Bleibt alle da, bewegt euch nicht. Was soll ich tun? Fahr nach rechts, jetzt. Das hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt, oder? Oh, der Weihnachtsbaum. Alles ist kaputt. Ach, herrje. Was für ein Chaos. Wie ist das passiert, Heppo? Ich wollte dir nur dieses Weihnachtsgeschenk geben, aber ich habe mich dabei so ungeschickt angestellt. Jetzt habe ich allen das Weihnachtsfest verpfuscht. Das tut mir so leid, Bob. Dankeschön, Heppo. Mein eigener Weihnachtsstern. Genauso einer wie an deiner Garage. Ich hab's. Wir können doch den Baum vielleicht mit Schneeflocken schmücken. Das wäre doch wunderschön. Und die Schneeflocken machen wir aus den kaputten Eisfliesen. Und ich weiß auch schon, wo wir den aufhängen. Komm schnell, Heppo. Hochhausen bekommt einen Weihnachtsbaum, den niemand so schnell vergessen wird.
unsere Bürgermeisterin, freue ich mich sehr, die Weihnachtsbeleuchtung einzuschalten an diesem wunderschönen Weihnachtsbaum. In 3, 2, 1. Fröhliche Weihnachten euch allen! Fröhliche Weihnachten! Das war's dann. Alles ist fertig für die Weihnachtsfeiertage. Bob, dann hast du schon die Geschenke eingepackt, die Plätzchen gebacken und die Weihnachtskarten geschrieben? Ach, Bob, so geht das jedes Jahr. Bis jetzt habt ihr das ganz toll gemacht, Bob. Die Bürgermeisterin möchte sich das heute Abend schon mal anschauen. Raventhal eröffnet nächste Woche seine Dinosaurier-Ausstellung. Da möchte sie sicher gehen, dass wir früher fertig sind. Wir werden rechtzeitig fertig, Herr Brauer. Sehr schön. Ah, ich weiß noch, wie wir diesen Weg gebaut haben. Der geht runter bis zu den Klippen. Der war doch fertig, oder? Noch nicht ganz, Buggy. Die Bürgermeisterin möchte nämlich gern, dass ihr Bauheims neuer Dino-Park entsteht. Mit lebensgroßen Modellen von Dinosauriern. Ein Dino-Park? Wir bekommen riesige Dino-Modelle, die aussehen, als wären sie lebendig. Wie viele Dinosaurier werden das sein? 5. Ein Ankylosaurus, ein Iguanodon, ein Stegosaurier und ein Pterodactylus. Das sind nur 4 Dinosaurier, Bob. Und dann ist hier noch ein besonderes Triceratops-Modell, das sich bewegen und brüllen kann. Das ist der 5. So viele Dinosaurier kommen zu uns? Das sind doch nur Dino-Modelle. Keine Angst, Buddel. Hab ich nicht. Wir brauchen Tore, Schilder und Markierungen für die Dinosaurier-Modelle entlang der Strecke. Also, auf geht's, Team. Kommt und lernt uns alle kennen. Das Team sind wir, der Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Oh, was war das? Ein Dinosaurier? Oh nein, ein Dinosaurier ist hinter mir her. Buddel, denkst du etwa, ich bin ein dicker, gelber Dinosaurier? Kein Grund, Gespenster zu sehen. Ich mag keine Dinosaurier. Tja, als ich noch ein kleiner Junge war, hatte ich vor denen auch ein bisschen Angst. Du hast Angst gehabt, Leo? Weißt du, wie ich die Angst verloren hab? Wie? Ich hab einfach so gebrüllt wie ein Dinosaurier. So laut, wie ich konnte. Ungefähr so. Probier's mal, Buddel. Okay. Wie war das? Das klang wild. Fühlst du dich jetzt besser? Ein bisschen. Danke, Leo. Wir brauchen noch mehr Holzspäne für den Weg hier. Könntet ihr beide welche holen? Natürlich, Bob. Wenn du heute auf einen Dinosaurier wartest, hast du Glück. Wow! Welcher Dinosaurier ist das, Bob? Das ist ein Iguanodon. Und da kommen noch einige hinterher. Das ist unser Star des Dino-Parks. Der Triceratops möchte sich vorstellen. Klasse! Danke, Schleppo. Okay, Heppo. Stell ihn dort zu den Büschen. Sehr gut. Jetzt probieren wir ihn aus. Der Triceratops muss hier stehen, damit wir ihn ans Stromkabel anschließen können. Ist das der, der sich bewegt, Bob? Können wir das sehen? Da bewegt sich nichts. Das Modell hat vorn eingebaute Sensoren, die nur dann reagieren, wenn jemand nah rankommt. Versuch es, Buggy. Klasse. Ich lasse euch jetzt allein, dann könnt ihr die anderen Dinos aufstellen, während ich das Eingangstor anmale, okay? Klar doch. Machen wir. Gut. Der Triceratops sieht ganz schön gefährlich aus mit seinen Hörnern.
Das wäre mal eine nette Überraschung für Leo. Und was genau wollen wir machen? Er rechnet bestimmt nicht damit, dass ein beweglicher Dinosaurier auf dem Weg steht. Ein Dinosaurier. Buddel, vergiss nicht, die sind nicht echt. Hoffentlich ist das wirklich so, Leo. Leo, sieh mal, was wir gefunden haben. Da ist ja Buggy. Huhu, was habt ihr gefunden? Der Dinosaurier lebt doch. Geh in Deckung, Bob. Weg mit dir. Nein, stopp. Weg, weg mit dir. Weg. Oh, Buddel, was hast du getan? Tut mir leid, Bob. Ich hab vergessen, dass es nur ein Modell ist. Es sah so echt aus und hat so gefährlich gebrüllt. Warum stand denn der Triceratops mitten auf dem Weg? Entschuldige, Bob. Wir wollten Buddel nicht erschrecken. Das war nur eine Überraschung für Leo. Er hatte auch mal Angst vor Dinosauriern. Aber das ist schon ein paar Jährchen her, Heppo. Wir haben das beste Modell des Dinoparks verloren. Hä? Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die Bürgermeisterin kommt. Bob, sieh mal! Fahr nicht zu dicht an den Abgrund, Buggy. Der Triceratops liegt auf einem Felsen. Und er ist noch ganz. Wenn wir an ihn rankommen, könnten wir den Pakt doch noch rechtzeitig fertig kriegen. Aber wie bloß? Das ist ganz schön tief. Ich muss mich die Klippe runter abseilen. Das ist mutig. Okay, Buggy. Du bist mein Anker. Du musst ganz still stehen und die Bremsen anziehen. Verstanden, Bob. Heppo, du lässt den Haken runter, wenn ich es sage. Ja, Bob. Okay, Heppo, lass den Haken runter. Haken kommt. Zieh uns jetzt rauf. Juhu! Bob ist ein Dinosaurier-Cowboy. Wir haben es geschafft. Noch nicht ganz, Heppo. Wir müssen uns mächtig beeilen, um den Park fertig zu kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Frau Bürgermeisterin, wir sind fast fertig für Ihren Besuch im Dino-Park. Sehr schön, Bob. Es freut mich, endlich alles sehen zu können. Und mich erst. Diese Biester aus der Kreidezeit fand ich schon als Kind sehr interessant. Ach, wie aufregend. Besonders unser Topstar Triceratops interessiert mich. Die Raventhal-Modelle bewegen sich ja nicht, wie du weißt. Oh, Sekunde. Ich habe leider was vergessen. Gedulden Sie sich noch 2 Minuten? Okay, Kumpels, wir sind fertig. Noch nicht ganz. Hä? Hä? Wieso macht er denn keine Geräusche? Durch den Sturz kann er nicht mehr brüllen. Und die Bürgermeisterin ist hier. Wir haben keine Zeit zum Reparieren. Wartet! Ich kenne hier jemanden, der echt gut brüllen kann. Und wer ist das? Verzeihung, dass ich Sie warten ließ. Kein Problem, Bob. Ich bin froh, dass der Park rechtzeitig fertig wurde. Können wir? Oh, ich bin sehr beeindruckt. Oh, das ist ja großartig. Fantastisch. Ich war der Meinung, der macht Geräusche. Oh. Oh! Oh! Wow!
Ja gut, ich glaube aber kaum, dass ein Triceratops so geklungen hat, ehrlich nicht. Das heißt Triceratops und das klang sehr echt. Ich tue gern so, als wäre ich ein Dinosaurier. Wo sind Buggy und Heppo hin? Hattet ihr Angst? Vielleicht ein kleines bisschen. Ich nicht. Ich hab, Heppo geholfen. Okay, ich geb's zu. Buddel macht echt die gruseligsten Dinosauriergeräusche. Hab ich recht, Bob? 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 Ja, er ist nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Okay, Team. Seid ihr bereit, Hochhausens neue Fußgängerbrücke fertig zu bauen? Klar, ich bin bereit. Also, der erste Teil ist ja schon fertig. Wir haben das Fundament gelegt und die Pfeiler gebaut, die das Fundament von unten stützen. Als nächstes bauen wir den oberen Stützpfeiler. Den nennt man Pylon. Dann setzen wir die Bodenplatten der Brücke ein. Und damit alles hält, spannen wir Stahlseile zwischen dem Stützpfeiler und den Brückenteilen. Bis Montagmorgen muss die Brücke fertig sein, denn dann wollen die Schulkinder sie nutzen. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Wieso steht ihr beiden so nah am Wasser? Also, ich hätte Angst, nass zu werden. Leo sagt, es gibt Fische in unserem Fluss. Ich glaub ihm nicht. Doch, es stimmt. Genau an dieser Stelle habe ich einen riesigen Fisch rausgefischt. Einen riesigen Fisch? Jep, mit einem super großen Maul voller hässlicher Zähne und Stacheln auf dem Rücken. Lasst uns lieber zurückkehren zur Brücke. Bob und Wendy sind sicher mit dem Anstreichen fertig. Dreiundachtzig, 84, 85, Bob! Hallo, Herr Brauer. Hallo, Herr Brauer. Was machen Sie denn da mit dem Messrad? Morgen ist der berühmte Hochhausener Streckenlauf. Deshalb messe ich den Weg ab. Was ist denn ein Streckenlauf? Das ist ein Wettlauf, der eine ganz bestimmte Länge hat. Der Hochhausener Lauf ist genau 15 Kilometer lang. Das bedeutet, die Ziellinie ist noch 15 Meter von dieser Markierung hier entfernt. Also im Fluss? Nein, Leo, auf der Brücke. Bürgermeisterin Baugroß will, dass die Ziellinie auf der neuen Brücke ist. Aber das Rennen ist doch morgen früh. Da ist die Brücke noch nicht fertig. Die Brücke muss fertig sein, Wendy. Sonst müssen die Läufer plötzlich aufhören zu laufen und anfangen zu schwimmen. Wenn wir uns beeilen, müsste es noch rechtzeitig klappen. Sehr schön. Die Bürgermeisterin wünscht nämlich, dass der Gewinner die Brücke feierlich eröffnet, wenn er über die Ziellinie läuft. Na gut, dann fangen wir lieber gleich mit dem Boden der Brücke an. Auf geht's, Team. Geschafft. Die dritte Bodenplatte der Brücke ist festgeschraubt. Das sieht gut aus, Wendy. Okay, Leo, du kannst jetzt loslegen und das Seil befestigen. Schon dabei, Bob. Gut gemacht, Leo. Das Seil unterstützt jetzt den Brückenpfeiler. Danke, Heppo. Du kannst loslassen. Soll ich jetzt die vierte Bodenplatte holen? Ja, bitte, Heppo. Und kannst du mal gucken, wo Buggy steckt? Er wollte noch weitere Seile vorbeibringen. Klaro. Buggy? Was machst du denn hier? Oh, hallo, Heppo. Ich guck mir nur das Wasser an. Leo will mir Angst einjagen mit Geschichten von so einem Fisch hier im Fluss.
Aber Fische leben nun mal in Flüssen. Vielleicht auf dem Land, aber doch nicht in einem Fluss mitten in einer Stadt wie Hochhausen. Ich glaube nicht, dass Leo sich das ausdenkt. Naja, sobald ich Bob das Seil gebracht habe, werfe ich noch mal einen Blick drauf. Nur um sicher zu gehen. Oh. Jetzt kommen noch mehr Seile zu euch rauf. Ich habe das nächste Stück für den Brückenboden mitgebracht. Danke, Heppo. Legst du das bitte am Ende der Brücke ab? Okay. Heppo, könntest du kurz hier aufpassen? Leo, Bob und ich wollen einen Schluck Wasser trinken. Natürlich, Wendy. Kein Problem. Danke dir. Hey, Heppo, hier ist kein Fisch zu sehen. Fahr nicht zu dicht ans Wasser, hörst du? Ich hab doch keine Angst vor Wasser. Guck! Oh, oh, schönes Wasser. Oh, toll. Ah! Oh, oh. Was ist denn? Ich glaub, da ist was in meiner Baggerschaufel. Oh. Das ist ein Fisch. Leo hat also doch recht gehabt. Ein Riesenfisch mit einem supergroßen Maul voller hässlicher Zähne und Stacheln auf dem Rücken. Na ja, ich will dir keine Angst einjagen. Aber es stimmt. Ah! Hilfe, Heppo! Nimm ihn raus! Hilfe! Hilf mir! Heppo! Ich denke, wir kriegen die Brücke rechtzeitig zum Lauf fertig, oder? Und wer denkst du gewinnt? Keine Ahnung, aber Sarah Zappel gewinnt fast immer. Kommt schon, lasst uns weitermachen. Ohne Brücke gibt es schließlich auch keine Ziellinie. Hilf mir! Ah! Hol den Fisch raus! Der hüpft in meiner Schaufel herum! Pass auf, Buggy! Fahr langsamer! Ah! 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 Ah, zum Glück ist er abgehauen. Was ist hier los? Oh, ich fall hier gleich runter. Hilfe! Keine Angst, Heppo, du fällst nicht runter. Bleib ruhig. Versuch langsam vorwärts zu fahren. Aha, das funktioniert nicht. Heppo kann nicht vorwärts fahren. Seine Räder hängen in der Luft. Was sollen wir nur tun? Schade, dass wir ihn nicht wie ein Fisch an Land ziehen können. Halt, warte mal. Das bringt mich auf eine Idee. Heppo, nicht bewegen. Du tust jetzt genau das, was ich dir sage. Mhm. Buggy, du fährst jetzt langsam vorwärts, sodass deine vordere Schaufel direkt unter Heppos Haken ist. Aha. Heppo, lass deinen Haken so runter, dass Buggy ihn auffangen kann. Wendy, Leo, ihr folgt Buggy und bringt Heppos Haken unten am Pfeiler an. Hilfe! Hey, alles wird gut, Heppo. Fertig, Bob! Okay. Geht ein Stück zurück. Und jetzt, Heppo, ziehst du deinen Haken ganz langsam zu dir. Ja, genau, das machst du gut. Und jetzt vorwärts, schön vorsichtig. Ja! Gut gemacht, Heppo. Dankeschön, Bob. Es tut mir leid, Heppo. Ich hätte einfach nicht so nah an den Fluss gehen dürfen. Ich habe Heppo in Gefahr gebracht und ein Teil der Brücke ist futsch. Den Lauf habe ich auch verdorben. Ach, Kopf hoch, Buggy. Du hattest vorhin die rettende Idee, weißt du? Ach, wirklich? Ja. Du hast gesagt, wir sollen Heppo wie einen Fisch an Land ziehen und genau das haben wir auch getan. Aber hässliche Zähne und Stacheln auf dem Rücken hat Heppo nicht. Wenn wir alle mit anpacken, können wir die Brücke noch rechtzeitig fertig kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Allerseits zum Hochhausener Streckenlauf. Der Gewinner bekommt diesen Pokal und hat die Ehre, unsere neue Fußgängerbrücke einzuweihen. Viel Glück euch allen. Auf die Plätze. Aber ich habe Sarah Zappel ihre Startnummer noch nicht gegeben. Dafür ist jetzt keine Zeit. Auf die Plätze. Fertig. Los.
Kommt schnell, wir gehen zurück zur Brücke. Ich will sehen, wer gewinnt. Wir treffen uns an der Ziellinie. Oh nein, ich habe immer noch Sarah Zappels Startnummer. Wartet auf mich! Die Brücke sieht echt super aus. Genau wie Sarah Zappel. Seht mal, sie läuft da ganz vorn. Aber jemand ist ihr dicht auf den Fersen. Sarah, hier ist seine Startnummer. Oh. Oh. Jetzt bin ich erleichtert. Ja! Gute Güte, Herr Brauer. Sie haben soeben Sarah Zappel überholt und den Lauf gewonnen. Ich? Ach du Schreck, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Frau Bürgermeisterin. Wie wär's mit? Die neue Brücke ist hiermit eröffnet. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Habe ich was verpasst? Bob erklärt gerade, wie weit wir schon mit der neuen Zugstrecke sind. Lass mich das machen, Bob. Ich habe nämlich alles aufgeschrieben. Ja, hier habe ich's. Notizen zur Zugstrecke. Oh, Entschuldigung, das sind meine Schulnotizen. Oh, genau, hier ist es. Nein, das ist mein Weihnachtswunschzettel. Ja, jetzt habe ich sie. Besser du übernimmst das doch, Bob. Okay, Team. Schauen wir uns an, was wir bisher gebaut haben. Wie ihr hier seht, ist der neue Hauptbahnhof ja bereits fertig. Außerdem haben wir die Strecken zur Hochhausstation und zur Haltestelle in der Stadt fertig gebaut. Seht ihr? Von da aus geht die Strecke über den Fluss und endet hier. Jetzt kommt also nur noch die Stadionhaltestelle. Müssen wir sonst noch irgendwas wissen? Ja. Der erste Zug fährt heute Nachmittag um 5 Uhr los. Und viele Fahrgäste haben schon Fahrkarten. Ich habe auch eine. Also, packen wir es an. Ja, ach, wie aufregend. Der erste Zug fährt um 5 Uhr. Kommt und lernt uns alle kennen. Das Team sind wir, der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft ins Raum, schlag ein, jeder klatscht und teilt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Also, was genau müssen wir jetzt tun? Warte, eine Sekunde, das habe ich alles notiert, irgendwo. Ah ja, hier ist es. Bob will, dass wir hier die letzten Arbeiten erledigen. Und welche Arbeiten genau? Ach so, klar. Ja, Sicherheitslinien malen, Bahnsteigfliesen und das Dach fehlt noch. Also ihr zwei, ihr solltet... Beton mischen, damit wir den Bahnsteig pflastern können? Die Fliesen zum Bahnsteig bringen? Ja und ja. Na dann. Los geht's! Leo? Wann genau soll ich das Dach runterlassen? Ah, okay, dann warte ich eben. Leo wird mir schon sagen, wenn er soweit ist. Also, Leo, ich schau jetzt mal nach dem Zug. Die Testfahrt läuft ab 3 Uhr. Der Weg hierher dauert 5 Minuten. Das heißt, ich bin um 5 nach 3 wieder hier. Wie, was hast du gesagt? Du lässt mich ganz alleine hier? Das schaffst du. Kümmer dich einfach um eine Aufgabe nach der anderen. Was ist das denn? Oh nein, ich hab Mixi nicht gesagt, wo der Beton hin muss. Alles erledigt. Und Heppo hat zu viele Fliesen hergebracht. Ah,
Ich habe den Zug getestet. Alle Magnete funktionieren. Magnete? Ja, Buggy. Das hier ist eine Magnetschwebebahn und die fährt mit Magneten. Die Magnete vorne ziehen den Zug und die hinteren schieben ihn vorwärts. Ist das nicht beeindruckend, Buggy? Buggy? Aha. Einfach toll. Jetzt muss doch mal das Dach dran kommen. Ich warte hier schon ewig. Was machst du denn jetzt da? Den Beton wegschaffen, damit er nicht mehr auf die Schienen tropft. Leo, hier ist Vinci. Kann ich das Dach jetzt runterlassen? Leo hier. Hallo da oben. Soll ich die kaputten Fliesen wegräumen? Ja, bitte. Das wäre super. Leo hat ja gesagt. Endlich geht's mit dem Dach los. Aufgepasst! Leo, ich hab gedacht, du machst erst den Beton weg. Ja, du hast recht. Oh, warte mal. Ich hab Vinci nicht Bescheid gesagt wegen des Dachs. Hallo Vinci, hier spricht Leo. Also, wo soll ich denn die kaputten Fliesen ablegen? Einfach nach unten. Irgendwo dort links. Okay, Mixi, jetzt kümmern wir uns um den Beton. Unten und irgendwo links? Wenn Leo das so will, kein Problem. Nein, Vinci! Zieh's wieder hoch! Zieh's hoch! Er hat wohl seine Meinung geändert. Es steckt fest. Jetzt kommt volle Krankraft! Oh, das ist nicht gut. Oh. Wendy, der Lokführer ist da. Ich helfe ihm jetzt bei der Testfahrt. Okay, ich komme hoch und überprüfe die Signale. Oh, ihr macht jetzt wirklich eine Testfahrt mit dem Zug? Ja, wir fahren jetzt durch ganz Hochhausen. Wow, und wie schnell wollt ihr fahren? So schnell wie das schnellste Landtier dieser Welt, der Gepard. Oh, ich will auch so schnell fahren wie ein Gepard. Wow. Wow! Oh, Buggy. Wow! Vielleicht bleibst du besser ein Bagger. Ich muss die Schienen reparieren. Aber zuerst muss der Beton weg. Leo, sieh mal auf die Uhr. Oh, nein. Es ist 3 Uhr. Bob ist schon auf der Teststrecke. Und sie fahren zu dieser Haltestelle. Aber der Zug kann doch nicht hier rüberfahren. Das Gleis muss glatt sein. Die Signale funktionieren wunderbar. Der Zug ist auch bereit. Dann können wir die Testfahrt starten. Viel Glück! Da? Ich versuche rauszufinden, was man in so einem Notfall macht. Und wann kommt der Zug hier an? Jetzt! Dann tu endlich was, schnell! Ich kann nicht. In meinem Kopf geht alles kreuz und quer. Komm schon, Leo. Konzentrier dich. Okay, zuerst muss ich den Zug stoppen. Aber wie? Magnetbahn 1, hier ist Leo. Die Strecke ist kaputt. Sofort bremsen, sofort bremsen. Warnung verstanden, klar und deutlich. Wir werden jetzt bremsen. Es tut mir echt leid. Ich habe alle in Gefahr gebracht. Warum habe ich nicht einfach eins nach dem anderen gemacht? Am Ende hast du es hingekriegt. Und hast den Zug gerettet.
Aber was wird jetzt aus dem Bahnhof und der Strecke? Wir haben doch noch etwas Zeit, bevor der Zug seine erste Fahrt macht. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, wir schaffen das! Einsteigen, bitte. Haltet bitte eure Fahrkarten für den Lokführer bereit. Oh. Oh, wow. Seht mal, er fährt los. Einfach klasse. Bob, wieso bist du nicht im Zug? Meine Fahrkarte ist weg. Oh, wow. Kaum zu glauben, dass wir wirklich in die Hochhausener Filmstudios reinschauen dürfen, oder? Ich weiß. Und dass wir beim nächsten Weltraumroboterfilm mitarbeiten. Ich bin so aufgeregt. Nimm das, du böser Weltraumroboter. Eigentlich habe ich schon immer davon geträumt, Schauspieler zu werden. Naja, wir sind hier, um zu arbeiten, nicht um zu schauspielern. Seht mal, da kommt der Regisseur. Der ist aber ganz schön klein geraten. Nein, das ist D11D, einer von den Weltraumrobotern. Hallöchen. Das ist der Regisseur. Ich bin Karl Carstens. Ihr seid wohl die Bauleute, die uns bei unseren Filmhintergründen helfen, nicht wahr? Ja, und wir bauen auch die Rakete. Wir können es kaum abwarten, anzufangen. Oh, da ist ja D11D. Ich liebe diese Roboter. Ups. Oh. Au! Entschuldigung, aber die Dinger sind manchmal echt schwer zu steuern. Der hier ist ja völlig außer Kontrolle. Ich mag ihn nicht. Entschuldigung! Entschuldigung! Das bin nicht ich, das ist die Fernbedienung. Ich muss das erst noch lernen. Wie dem auch sei, die Weltraumroboter 3 kommt in den Sommerferien in die Kinos. Das bedeutet, wir müssen heute Abend mit den Dreharbeiten beginnen. Kein Problem, es wird alles rechtzeitig fertig sein, nicht wahr, Team? Ja, Bob! Ja, Bob! Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Leo, Buggy, kommt mal her. Hallo, Sophie. Was macht ihr hier? Ich musste einfach herkommen, als ich gehört habe, dass sie hier Weltraumroboter 3 drehen. Ich würde so gerne einmal D11D treffen. Ich kann sogar reden wie er. Beep, Baba Beep. Ich mag ihn am liebsten. Buddel mag ihn nicht so gerne. Oh, da ist D11D. Oder D1, wie ich ihn nenne. Ich glaube, der Regisseur hätte mich gern in dem Film dabei. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Leo baut hier nämlich nur die Filmhintergründe. Ach, übrigens, Bob hat mich gebeten, euch beide zu holen. Er baut Hintergründe? Das hört sich aber auch toll an. Eppos Kabel sind ein bisschen verknotet, Sophie. Ich spiele in dem Film mit. Also gehe ich jetzt besser und lerne den Text. Wir sehen uns. Piep, papa, piep. Leo, spielst du wirklich in dem Film mit? Tja, Karl gibt mir bestimmt eine Rolle, wenn ich ihm erst mein Schauspieltalent gezeigt habe. Psst, Leo, da ist der Regisseur. Deine Chance, entdeckt zu werden. Danke, Buggy. D11D, pass auf, hinter dir steht ein gefährlicher Weltraumroboter. Der Linsendeckel war noch drauf. Kein Wunder, dass ich nichts sehen konnte. Oh, hallo. Das sieht hier schon wirklich toll aus. Weiter so, Leute. Oh.
Also, für die Mondoberfläche haben wir zwei verschiedene Arten von Sand zur Auswahl. Erstens dieser Sand, er ist sehr dunkel. Und dann haben wir noch den hier, der ist sehr viel heller. Mir gefällt der erste viel besser. Mir auch. Gute Wahl, Wendy. Also, dann nehmen wir den dunklen Sand. Oh. Ich bin begeistert. Fantastisch. Nur eine Kleinigkeit noch. Könnte da vielleicht eine Tür rein? Eine Tür, die sich öffnet, sodass die Weltraumroboter zum Vorschein kommen? Oh, das wäre einfach klasse, wenn das irgendwie möglich wäre. Das ist gar kein Problem, Karl. Du hast die Ideen und ich setze sie um. Oh, ich geb's auf, Buggy. Ich glaube, ich bin einfach doch kein Schauspieler. Was? Ich finde, du bist toll, Leo. Guck mal, da ist Sophie. Viel Glück beim Film, Leo. Wie soll ich ihr nur sagen, dass ich gar nicht mitspiele? Soll ich es ihr sagen, Leo? Piep, Papa, piep. Nein, wir sagen es ihr noch nicht. Du weißt doch, im Film ist einfach alles möglich. Entschuldigung! Vorsicht! Hier kommt Bunnel mit einem großen, bösen Roboter. Hallo, Wendy. Hast du Leo gesehen? Nein, ist schon eine Weile her. Oh. Ungefähr hier, Karl? Soll hier der große Roboter hin? Das ist perfekt, Bob. Okay, Heppo. Er ist schwer, also vorsichtig anheben. Hey! Fein rüber zu mir. Und stopp. Und jetzt setz ihn vorsichtig ab. Runter. Ja, genau hier. Gute Arbeit, Heppo. Oh, wie aufregend. Hallo, ihr zwei. Habt ihr zufällig Leo gesehen? Ja, schon ziemlich oft. Er meint jetzt gerade Buddel. Oh, nein. Ich auch nicht, Buggy. Okay, Leute, wir können jetzt mit Weltraumroboter 3 anfangen. Sind alle bereit? Sehr schön. Also legen wir los und Action! Keine Sorge, D11D. Ich beschütze dich vor dem bösen Weltraumroboter. Oh, Leo. Leo, sei bloß vorsichtig. Psst, Bob, wir filmen gerade. Fürchte dich nicht, D1. Dein Held ist da. Was tut er nur? Er spielt den Helden. Ich find's nicht sehr heldenhaft. Er sollte nicht da oben sein, das ist gefährlich. So. Oh, Vorsicht, meine Rakete! Hör mal, Leo, diese Rakete ist nicht für Leute in deiner Größe gebaut. Sie ist nur für kleine Roboter gedacht. Wir holen dich da jetzt runter, aber du darfst dich nicht bewegen, okay? Bob, ich bin doch im Film. Ich muss mich bewegen. Leo! D11D! Hast du dir wehgetan? Es geht mir gut, glaube ich. Ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Mir geht es gut. Aber seht euch nur die Rakete an. Das ist das Ende von D11D. Hurra! Oh, Entschuldigung. Und es ist auch das Ende meines Films. Oh nein, es tut mir so leid. Besser? Ja, mir geht's gut. Ich werde nur niemals Weltraumroboter 3 sehen. Und sonst auch niemand. Es sei denn, es gelingt uns, D11D zu reparieren. Wir bauen einen ganz neuen D11D. D12D. Ich befürchte, es dauert Monate, einen neuen Roboter zu bauen und nicht nur ein paar Stunden. Was ist, wenn wir D11D zusammenflicken, ihn auf Räder stellen und über Seile bewegen? Ja, aber die Zuschauer werden die Seile sehen und welcher tolle Weltraumroboter hängt schon an Seilen? Oh. Oh, arme Sophie. Jetzt wird sie niemals ihren Weltraumhelden treffen. Hey, wartet mal. Sophie kann D11D perfekt nachmachen. Ja, und außerdem hat sie dieselbe Größe.
denkst du das Gleiche wie ich, Leo? Ich denke schon, Bob. Wendy, kannst du die Rakete reparieren und alles wieder aufbauen, während Leo und ich uns um D11D kümmern? Zusammen schaffen wir das ganz bestimmt. In diesem Fall gibt es nur noch eins zu sagen. Action! Jetzt geht's los! Und Action! Bob, Baba Beep, Bob, Baba Beep, Bob, Bob, Baba Beep, Baba Beep, Baba Beep, Beep. Baba Beep, Bob, Bob. Schnitt! Fantastisch! Was für eine tolle Szene! Okay, Leute, da hinten gibt's einen Happen zu essen. Danke für deine Hilfe, Sophie. Sophie? Sophie, alles okay da drin? Oh, jetzt, wo du ein Star bist, redest du nicht mehr mit mir, ha? Huh? Natürlich tue ich das, Leo. Komm her, hier gibt's leckere Brote. Du weißt doch, Leo, im Film ist einfach alles möglich. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Bob. Also, ich habe eine tolle Neuigkeit für euch, Freunde. Was ist toll? Was ist toll? Der Filmstar Dennis Blitz wird in den Hochhausener Filmstudios einen Film drehen. Wow, Dennis Blitz. Die Leute vom Film haben uns gefragt, ob wir ihnen bei der letzten Szene helfen können. Wir sollen die Hintergründe für sie bauen. Ja! Das wird der beste Tag überhaupt! Ich finde Dennis Blitz echt toll. Das Baumaterial ist schon in den Filmstudios. Jetzt warten alle auf uns. Ja! Ja! Oh, Dennis Blitz ist mein Held. Buddel, kommst du? Ich weiß alles über Dennis Blitz. Ich kenne sogar seinen Lieblingsspruch. Mit einem Boom, Zoom, schlägt der Blitz zweimal ein. Wer weiß, Buddel, vielleicht triffst du deinen Superhelden sogar. Oh, das wäre zu schön. Oh ja, ich werde Dennis Blitz kennenlernen. Wie aufregend. Schön, euch wiederzusehen, Leute. Ich bin Carl Carstens, der Regisseur, wie ihr sicher noch wisst. Und was ihr hier seht, sind meine Ideen für den Film. Wir haben jede Szene aufgezeichnet, sodass wir genau wissen, was gebaut und gefilmt werden muss. Also, Dennis springt vom Balkon und fliegt durch die Luft, während überall um ihn herum die Funken sprühen. Okay, ihr habt nicht viel Zeit, um alles für diese Szenen aufzubauen. Wir müssen bis zum Abend fertig sein, denn schon ab morgen dreht Dennis einen ganz neuen Film, wisst ihr? Also, könnt ihr das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Oh, ich kann Dennis Blitz nirgendwo sehen. Ah, Leo! Hilfst du mir, die Pyrotechnik aufzubauen? Pyro... was? Die Pyrotechnik. Also das Feuerwerk, das gleich die ganzen Funken versprüht, wenn Dennis fliegt. Komm mit, ich zeig's dir. Wartet, da ist er. Dennis Blitz. Ja. Oh nein. Er geht, ich muss ihn kennenlernen. Okay, Leo, das hier sind die Feuerwerkskörper.
Sie leuchten auf und sprühen dabei lauter Funken. Aber von wo starten wir das Feuerwerk denn nachher? Von ganz da oben. Wichtig ist, dass die Funken später nur nach oben sprühen. Und deshalb zeigen die Öffnungen auch nach oben. Wenn die Öffnungen nämlich nach unten zeigen würden, könnten die Funken auf die Scheinwerfer treffen. Dann würde ein Feuer entstehen. Ganz genau. Aber da alle Feuerwerkskörper richtig rumhängen, kannst du sie jetzt hochfahren. Da ist der Dennis Blitz, Dennis Blitz. Oh. Buddel? Oh, oh nein, Blitz. Los, halt an. Oh, Buddel. Entschuldige, Leo, aber ich suche Dennis Blitz. Oh. Puh, die Öffnung zeigt immer noch nach oben. Dennis Blitz! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Bob, der Baumeister? Oh, Dennis, freut mich, dich kennenzulernen. Wow, du hast einen Hammer und einen Meißel. Oh, ich liebe einfach alles, was mit Bauen zu tun hat. Sieh mal, Dennis, ich hab einen Kran. Und ich kann toll buddeln. Dennis, wir müssen los. Karl will, dass ich deinen Sicherheitsgurt teste. Und ganz besonders mag ich Bagger und Kräne. Wow, ihr seht super aus. Das könnte noch eine Weile dauern. Wow, was für eine Schaufel. Dennis muss hier irgendwo sein. Hey, Buddel, kannst du mir helfen? Natürlich. Was kann ich für dich tun? Du könntest für mich nachsehen, ob die Lichter an den Feuerwerkskörpern noch grün sind. Wenn sie rot leuchten, weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Kein Problem, Bendy. Bendy? Ich sehe grüne Lichter. Und Dennis Blitz. Bendy, mit einem Boom, Zoom. Muss ich jetzt los? Wuhu! Oh, wo ist er nur hingegangen? Die Lichter sind grün. Das kann ich abspeichern. Mit dem Feuerwerk ist also alles klar. Hier herein, bitte. Du musst dich für den Dreh fertig machen. Und was ist noch in der Werkzeugkiste? Wow, eine Schutzbrille. Die ist so cool. Entschuldigung, wir haben keine Zeit zum Reden. Wir müssen einen Film drehen. Oh, komm schon. Kann ich meine Brille wieder haben? Achtung, wir sind soweit. Wir können drehen. Wo ist Buddel? Da ist er. Und diesmal lasse ich Dennis nicht aus den Augen, bis ich mit ihm gesprochen habe. Oh. Oh, 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 oh. Ah. Oh nein. Spring, Dennis, spring. Ah. Vorsicht. Etwas stimmt nicht mit der Pyrotechnik. Bleibt alle, wo ihr seid. Die Funken fliegen nach unten. Die Filmhintergründe könnten Feuer fangen. Das lasse ich nicht zu. Keiner bewegt sich. Das Feuerwerk muss gestoppt werden. Und dann kommt der Feuerlöscher zum Einsatz. So. Oh, jetzt kann nichts mehr passieren. Buddel, du hättest niemals so durch die Funken fahren dürfen. Ich weiß, tut mir leid. So ein Chaos meinetwegen. Mir tut es auch leid. Die Öffnungen der Feuerwerkskörper hätten nie nach unten zeigen dürfen. Das ist auch meine Schuld. Ich bin gegen die Stützen gefahren und ich habe nicht noch mal nach den Lichtern gesehen. Und das nur, weil ich meinen Helden treffen wollte. Das ist eine Katastrophe, Bob. Ich muss diese letzte Szene heute unbedingt drehen. Keine Sorge, wir sind die Retter in der Not, genau wie Dennis Blitz. Wir schaffen das.
Wir sind fertig. Aber leider ist die Holzstütze von einem der Hintergründe kaputt. Ich könnte ihn abstützen, Bob. Aber Buddel, Dennis ist doch dein Held. Willst du ihm gar nicht beim Drehen zusehen? Ja, schon. Aber das ist jetzt egal. Es ist meine Schuld, dass die Stütze kaputt gegangen ist. Jeder auf seine Position. Und Action. Und wieder einmal hab ich den Tag gerettet. Und die Welt. Mit einem Boom-Zoom schlägt der Blitz zweimal ein. Und Schnitt. Danke an alle, das war's. Die Dreharbeiten sind beendet. Ich bin gespannt, wie es gelaufen ist. Es war einfach toll. Danke, Buddel. Dennis Blitz. Das bin ich. Mit einem Boom, Zoom, schlägt der Blitz zweimal ein. Dennis? Eine Wasserwaage. Dennis. Sieh dir die kleine Blase an. Einmal hin, einmal her, einmal hin, einmal Dennis, her. Dennis, ich muss jetzt einpacken. Einmal her, einmal Dennis, hin, einmal kann her. Ich bitte mein Werkzeug wieder haben? Hey, sitzt mein Haar gerade? Das messe ich aus. Dennis. Es kann losgehen. Oh, Bob, das sieht ja fantastisch aus. Schön, dass es dir gefällt, Jenny. Meine kleinen Drachen werden es hier lieben. Und die Besucher können sich alles von oben ansehen. Wir bauen nämlich gerade eine Brücke, die quer über die Insel führt. Der Weg hoch ist schon fertig und der übrige Teil folgt heute Nachmittag. Dann kann die Brücke eröffnet werden. Können meine kleinen Drachen denn nicht schon rein ins Gehege, Bob? Bevor die Brücke fertig ist? Klar, die Tiere brauchen Zeit, um sich einzugewöhnen. Da spricht nichts dagegen. Prima, dann lasse ich die Käfige jetzt gleich auf die Insel bringen. Danke, Leo. Du kannst das Wasser jetzt abstellen. Okay. Kommt raus, meine hübschen Komodo-Drachen. Und seht euch eure neue Insel an. Drachen? Können die nicht einfach von der Insel wegfliegen, Bob? Ha, diese Drachen sind anders als die aus den Märchen. Sie haben weder Flügel noch spucken sie Feuer. Wieso heißen sie dann Drachen? Die Menschen, die sie vor vielen Jahren entdeckten, fanden, dass sie wie Drachen aussehen. Aber wenn sie keine echten Drachen sind, was sind sie dann? Sie gehören zur Gruppe der Echsen. Und sie können ganz schön zubeißen, da muss man sehr aufpassen. Sieh nur, da kommt einer. Sie will dir guten Tag sagen, siehst du? Was ist denn los, Buddel? Ich fühle mich auf einmal so zittrig. Und seit wann fühlst du dich so? Seit dieser Drache da ist. Ach, Buddel, du hast einfach Angst. Aber das brauchst du überhaupt nicht, Buddel. Durch die Sicherheitsscheibe ist das Gehege gut geschützt. Ich mag ihn nicht mal ansehen, Wendy. Er ist so schleimig und zischt fies. Eigentlich sind Komodo-Drachen gar nicht schleimig. Ihre Haut fühlt sich ganz trocken an. Ich glaube, wir müssen ihn ablenken, Bob. Buddel, meinst du kannst uns trotzdem bei der Brücke helfen, auch wenn die Echsen jetzt auf der Insel sind? Tut mir leid, das schaffe ich nicht. Das macht nichts, Buddel. Wir übernehmen das und für dich finden wir was anderes. Also, alle Komodo-Drachen sind jetzt drin. Ist Buddel eingeschlafen? Wir haben gerade festgestellt, dass er große Angst vor dem Komodo-Drachen hat. Vielleicht könnte er dir woanders im Zoo bei etwas aushelfen. Du könntest vielleicht das Gehege dort drüben aufräumen. Das übernehme ich gern. Gute Idee. Buddel, komm mit. Ich bring dich weit weg von den Drachen. Hätte ich Buddel sagen sollen, dass er das alte Gehege der Komodo-Drachen aufräumt? Sind auch wirklich keine Drachen mehr drin? Es ist ganz leer. Dann ist das bestimmt in Ordnung für ihn. Leo, Heppo, Buggy, wir bauen jetzt die Brücke fertig. Alles klar. Ja, Bob. Also los. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team.
Was machen die denn da? Das sind ja mindestens 3 Stück. Und da sind noch 3 und noch mehr. Sieht aus, als wär's die ganze Ladung. Wo mag nur die Vogelmama sein? Ich kann sie nirgendwo entdecken. Ich muss sie schnell finden, damit sie sich um ihre Eier kümmert. Vielleicht schlüpfen die Küken bald und sie brauchen doch jemanden, der für sie sorgt. Ich muss Jenny finden und fragen, was ich tun soll. Aber sie ist dort drüben bei der Dracheninsel. Oh, oh, es hilft nicht. Ich muss zu dieser Insel. Ich will nicht, dass den Eiern etwas passiert. Keine Angst, ihr kleinen Küken. Euer Freund Buddel passt auf euch auf. Oh, der Komodo-Drache! Oh, Bob, Wendy, Hilfe, ich hänge fest! Leo, sei vorsichtig! Ich muss ihm helfen. Was ist hier los? Bob, dieser Drache klettert den Baum rauf und da hängt Leo. Leo, keine Angst. Wir holen dich da runter. Halte dich gut fest, ja? Okay, ich versuch's. Bob, ich glaube, ich komme bis zu ihm rauf. Los, versuch in Buddels Schaufel reinzuspringen, Leo. Das schaffe ich. Keine Sorge, Leo. Er kann dir nichts mehr tun. Toll gemacht. Das war prima. Buddel bringt dich jetzt runter, so vorsichtig wie es nur geht, Leo. Sehr super, gut gemacht. Buddel. Was ist passiert? Es gab ein kleines Drachenproblem. Danke, Buddel. Du bist echt mein Held. Ich bin kein Held, Leo. Das war alles meine Schuld, dass du da oben hängen geblieben bist. Wieso? Was ist passiert? Also, ich wollte zu Jenny. Auf einmal hat mich dieser Drache angefaucht und ich habe Angst gekriegt und bin rückwärts in die Brücke gefahren. Die reparieren wir wieder, Buddel. Viel wichtiger ist doch, dass du Leo gerettet hast. Du hattest mehr Angst um mich als um dich, Buddel. Das war echt tapfer. Wovor hat Buddel Leo gerettet? Vor ihm. Er ist aber in Wirklichkeit ein Weibchen. Oh, schaut nur, wie ruhig sie die warme Sonne genießt. Dann wollte sie gar nicht auf den Baum klettern und mich beißen? Nein. Die jungen Komodo-Drachen können noch gut auf Bäume klettern, aber die alten sind zu groß dafür. Oh. Ich hab Leo gerettet. Dabei musste er gar nicht gerettet werden. Du bringst mich da auf etwas, Buddel. Ich will nicht, dass die Zoobesucher Angst kriegen, so wie du und Leo vorhin. Vielleicht sollten wir die Brücke sicherer machen. Wir haben noch viel von dem Sicherheitsglas übrig. Das können wir an den Seiten der Brücke anbringen. Das ist ja genial, Bob. Dann störe ich nicht weiter. Oh, Jenny, das hätte ich fast vergessen. Ich habe in dem anderen Gehege Eier gefunden, aber ich konnte die Vogelmama nirgendwo entdecken. Was für Eier? Solche Eier habe ich echt noch nie zuvor gesehen. Welche Vögel vergraben denn ihre Eier in der Erde? Das sind Komodo-Dracheneier, Buddel. Die müssen bestimmt schon vor Monaten gelegt worden sein. Warte mal. Du meinst... Das sind gar keine... Komodo-Drachen sind Reptilien, Buddel. Und Reptilien legen Eier. Genau wie Vögel. Oh. Ich muss den Eiern sofort ein warmes Nest bauen. Sieht aus, als würden die Küken bald schlüpfen. Oh, dann habe ich also die ganze Zeit Komodo-Dracheneier mit mir herumgeschleppt? Sieht ganz so aus, Buddel. Also, wenn ich das geschafft habe, kann ich auch wieder an der Komodo-Insel arbeiten. Kann ich das schaffen, Bob? Jo, du schaffst das!
ist deine neue Freundin, Leo. Von hier oben sieht sie viel freundlicher aus. Es ist toll geworden, Bob. Ich danke euch allen ganz herzlich. Und ganz besonders dir, Buddel. Es ist einfach toll, wie mutig du warst. Du hast Leo gerettet und doch noch bei der Brücke mitgeholfen, damit alles fertig wird, obwohl du dich so vor den Komodo-Drachen fürchtest. Ach, das war alles halt so schlimm. Aber jetzt muss ich euch etwas ganz Besonderes zeigen. Kommt mit! Der ist so süß. Ich dachte, du magst keine Komodo-Drachen, Buddel. Die sind schon okay. Ich habe jetzt keine Angst mehr vor ihnen. Das höre ich gern, Buddel. Und weil du derjenige bist, der die Eier gefunden hat, möchte ich das erste Junge gern nach dir benennen, Buddel. Nach mir? Dankeschön. Ich finde es echt toll, dass ein Komodo-Drache so heißt wie ich. Ja, Buddel, das ist wirklich toll. Und ich weiß schon, wie der nächste Babyjunge heißt, Bob. Bob, der Komodo-Drache. Das klingt ziemlich gut, oder nicht? Buggy wäre auch ein schöner Name. Sind alle bereit für heute? Also dann, es geht los. Klaro. Ich bin bereit, Bob. Ich auch, Bob. Hier bin ich. Hä? Buddel. Eins, zwei, drei. Buddel! Gut. Morgen zusammen. Also, heute ist ein wirklich wichtiger Tag für euch drei. Arbeiten wir in Hochhausen, Bob? Bauen wir etwas ganz Großes? Sind wir, ich weiß nicht mehr, was ich fragen wollte. Ich erkläre es euch, nachdem ich meine Werkzeugkiste geholt habe. Ihr drei könnt schon mal zur Sprühanlage fahren. Der letzte ist eine rostige Schubkarre. Huch, stopp! Autsch! Ups. Pass auf, Buddel. Oh. Au! Entschuldige, Buggy. Aufgepasst, ihr drei. Ihr müsst euch jetzt von eurer besten Seite zeigen. Denn heute ist Inspektion. Inspektion? Davon höre ich zum ersten Mal. Bei einer Inspektion prüfen wir, ob eure Lichter und Bremsen funktionieren und ob euer Motor rund läuft. Charlie wird gleich hier sein. Er wird euch alle von oben bis unten gründlich durchtesten. Charlie! Juhu, Charlie! Wir mögen Charlie. Und er gibt euch Punkte zwischen 1 und 10. Eine hohe Punktzahl heißt, dass ihr sehr gut wart. Hurra! Ich krieg bestimmt 10 Punkte. Woher weißt du das, Buggy? Naja, ich bin gelb, ich bin klug und ich bin in allem gut. Bob, ich will nicht geprüft werden. Keine Sorge, Heppo. Ihr seid alle in einem sehr guten Zustand. Naja, Psst. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass ihr gut ausseht. Also werdet ihr jetzt blitzeblank geputzt. Oh nein! Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft ins Haus, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind dein Team, 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 Team. Wow, ihr drei seht echt super aus. Ja! Ich bin gelb, rieche frisch und der Sauberste bin ich. Bekomme ich jetzt Extrapunkte, Bob? Mal abwarten. Ich sag Charlie jetzt, dass ihr bereit seid. Oh je. Was ist denn, Heppo? Was ist, wenn ich keinen einzigen Punkt kriege? Keine Sorge. Bob hat gesagt, dass wir alle gut aussehen. Ich glaube, ich krieg alle Punkte. Meine Lichter funktionieren. Meine Schaufel funktioniert. Mein Warnlicht leuchtet. Oh nein, mein Warnlicht ist kaputt. Er ist gelb. Er hat Mut, nur seinem Warnlicht geht's nicht gut. Du bist schuld, du bist in mich reingekracht. Hä? Das ist total ungerecht.
Das war Buddel, das hast du mit Absicht gemacht, das weiß ich. Das war total gemein von dir. Du hast plötzlich gebremst, nur deshalb bin ich in dich... Ist jetzt auch egal. Ich bin sicher, Bob kriegt das wieder hin. Charlie ist gleich hier. Er ist unterwegs. Schon unterwegs? Ich krieg nie die höchste Punktzahl mit einem kaputten Licht. Ach, Buggy, das ist alles halb so wild. Ich versteck mich so lange, bis Charlie wieder weg ist. Wenn sie mich nicht finden, können sie mich auch nicht testen. Ganz einfach. Ah! Oh nein! Jetzt bin ich überall dreckig. Jetzt krieg ich noch weniger Punkte. Wo verstecke ich mich nur? Das hintere Tor. Ich versteck mich auf der Rückseite. Oh, Bob hat gesagt, wir sollen ihm Bescheid geben, wenn wir nach draußen fahren. Oh, Charlie ist da. Oh nein, so darf er mich hier auf keinen Fall sehen. Ja, hier drin wird mich keiner finden. Autsch! Jetzt habe ich mir den Reifen angestoßen. Hallo allerseits. Hallo Charlie. Also, ihr wisst, was jetzt kommt? Klar, die Inspektion kann losgehen. Nein, noch nicht. Wo ist Buggy? Buggy ist nicht hier. Er will nicht mitmachen, weil er keine 10 Punkte kriegt. Die Punktzahl ist doch ganz egal. Wir suchen ihn lieber mal. Gute Idee. Und wir fangen jetzt an. Also, wer ist der Erste? Ich nicht. Nö. Von mir aus gehe ich zuerst. Ich mach die Garage auf, falls du was brauchst. Buggy? Bist du da drin? Au! Au! Jetzt kriege ich bestimmt keinen einzigen Punkt. Buggy, wo bist du? Gut gemacht, Buddel. Du bekommst alle Punkte. 10 von 10. Juhu! Was? Alle Punkte? Buggy! Ah, da ist ja unser fehlendes Fahrzeug. Oh! Du, Buggy. Da bist du ja. Hallo, Buggy. Buggy ist nicht hier. Okay. Und mit wem sprechen wir gerade? Ach, Buggy. Du hättest nur ein neues Licht gebraucht. Und wie siehst du jetzt aus? Tut mir leid. Ich wollte so gerne alle Punkte haben und jetzt kriege ich gar keinen. Na, das wollen wir erst mal sehen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Wieder so gut wie neu. Toll! Alles ist wieder gut, Buggy. Weiter geht's. Wer will als nächstes? Oh, noch nicht. Heppo? Hä? Huch! Du bist dran. Nein, das geht nicht. Ich will nicht geprüft werden. Ich hab Angst. Du musst keine Angst haben, Heppo. Du bist doch viel mutiger als ich. Meinst du das wirklich so? Komm, wir machen das zusammen. Danke, Buggy. Also 2 Inspektionen zur gleichen Zeit. Motoren an, bitte. Schneller, bitte. Und noch etwas mehr. Okay. Hervorragende Profile. Wunderbar rund. Gut. Warnlicht einschalten, bitte. Höher, bitte.
Noch ein kleines bisschen. Dankeschön. Auspuffrohr. Dankeschön. Geprüft, geprüft, geprüft. Okay. Das war's. Die Inspektion ist erledigt. Oh nein. Da stimmt was nicht. Wir haben sie abgeschnitten, Charlie. Tja, zuerst habe ich Buddel untersucht und er hat 10 Punkte gekriegt. Die höchste Punktzahl. Hey! Und Buggy hat auch 10 Punkte gekriegt. Ja! Oh, na so ein Glück. Und Heppo? Oh, oh. Hat auch die volle Punktzahl geschafft. Ja, super! Ich hab's auch geschafft. Ich wusste von Anfang an, dass ich 10 Punkte kriege. Da ist nur noch ein kleines Problem. Oh nein! Ich wusste doch, dass etwas nicht stimmt. Hab ich's euch nicht gesagt, dass was nicht stimmt? Oh je! Keine Sorge, Heppo. Ihr drei seht blitzsauber aus. Aber du, Bob, ja? Brauchst eine ordentliche Wäsche. Höchste Zeit für eine Ladung Wasser. Oh nein! Hey, lass das! Nein, nein, das ist kalt! Hör auf, mach das aus! Ich glaub, du hast...